Es ist ziemlich spät geworden, aber auf das Ergebnis sind wir sowas von stolz. Wir haben einen klappbaren, beweglichen Stauraum-Schreibtisch gebaut für unser Arbeitszimmer und diesen möchten wir euch jetzt präsentieren. Wir sind übrigens Anja hinter der Kamera und ich bin Ilan. Es ist sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja jetzt die letzten Wochen auch einige Bauprojekte vorgestellt, beziehungsweise in der letzten Woche war es unser Sofa. In dieser Woche haben wir uns mal richtig rangehalten und es ist sehr, sehr spät geworden heute. Wir sind aber zu 90%, würde ich sagen, fertig geworden. Und die Anja wird euch jetzt sagen, was uns für diesen Tiny House Schreibtisch auf 3,8 Quadratmeter Raum besonders wichtig war. Wir befinden uns also schon in unserem Minizimmer. Wir haben 3,8 Quadratmeter und dieses Zimmer wird multifunktional genutzt. Das heißt, es ist nicht nur unser Ankleidezimmer, unser halber Technikraum, vielleicht irgendwann künftiges Kinderzimmer, sondern eben auch ein Büro. Und was für ein Büro natürlich noch fehlt, ist ein Schreibtisch. Jetzt haben wir natürlich nur bedingt Platz. Das heißt, uns war ganz, ganz wichtig, dass wir flexibel mit dem Schreibtisch sind, gerade in der Positionierung. Das heißt, wir wollten ihn im Raum bewegen können. Wir wollten ihn aufklappen, um eben, wenn er nicht mehr in Gebrauch ist, ihn einfach wieder einklappen zu können. Und er sollte zudem noch Stauraum für unsere Aktenordner haben. Wir haben vor, ich glaube, 2 Jahren unsere Dokumente auf ein Minimum auf 4 Ordner reduzieren können. Und diese sollten natürlich jetzt auch endlich mal ihren finalen Platz finden. Und bevor ich das noch vergesse, wir haben mit unseren Steckdosen im Tiny House ja nicht gespart und haben entsprechend auch unterhalb unseres Fensters 4 Steckdosen bereits installiert, um eben genau schon vorzusorgen, wenn wir musizieren, wenn wir unsere Videos schneiden, an den Laptops arbeiten, dann auch wirklich alle Geräte, die parallel geladen werden müssen, ohne Kabelsalat auf dem Boden auch ganz schnell anstecken zu können, aufladen zu können. Und ja, ich glaube, das waren so unsere Hauptprioritäten und wir haben wochenlang überlegt, welche Konstruktion könnte es sein, wie könnte es funktionieren. Natürlich gab es mal wieder nichts Passendes zu kaufen für unser Tiny House. Das wäre in diesem Fall wahrscheinlich sogar auch günstiger gewesen. Am Ende ist dieses DIY-Projekt relativ teuer geworden. Aber es gefällt uns so gut und Ilan erzählt euch jetzt mal, mit welchen Materialien wir gearbeitet haben, wie die Konstruktion aussieht, wie wir vorgegangen sind und dann zeigen wir euch natürlich auch den aktuellen Stand. Zuerst hatten wir uns nach unsichtbaren Schienensystemen erkundigt, im Internet natürlich ganz viel recherchiert und wie man gesehen hat, haben wir uns dafür nicht entschieden, sondern für die Version, wir machen es jetzt eben sichtbar. Ja, aber dann so, dass es uns optisch eben gefällt. Dazu haben wir dann eben dieses Türschienensystem gefunden, welches uns sehr gut gefallen hat. Allerdings natürlich nicht ganz in unserer Länge verfügbar war, sondern in 2 Metern Länge. Wir brauchten aber nur 1,50 Meter. Somit haben wir das dann eben gekürzt und mussten dann so ein bisschen tricksen mit den Schrauben da hinten. Da haben wir dann auch nochmal ein zusätzliches Loch reingeschraubt, dass das hier passt und wirklich bombensicher ist, weil hier ist unser Balken unterhalb des Fensters. Wir haben hier oben also den einzigen Balken, leider für eine Schienenbefestigung dieser Art. Und da sich dieser Schreibtisch bewegen lässt dadurch und wir ihn natürlich rausklappen können, haben wir gesagt, okay, das reicht jetzt. Wir werden ihn jetzt nicht auch noch in der Höhe justierbar machen, weil das dann einfach für uns als Laien etwas zu kompliziert wurde. Wir haben jetzt hier also eine Höhe von 80 cm bis zur Unterkante des Tisches. Das ist eine, ich würde mal sagen, eine Mischung aus einem Bartisch und einem, also Stehtisch und einem Sitztisch. Also es ist irgendwo dazwischen. Wir müssen also gucken, wie wir das jetzt kompensiert bekommen mit den passenden Sitzen oder wie wir das dann noch mit dem Beinchen machen. Dazu komme ich gleich noch. Da sind wir noch nicht zu 100% fertig, wie bereits erwähnt. Was aber jetzt hier vor euch ist, ist im Grunde eine Fichtekonstruktion. Wir haben also quasi 2 Fichteplatten gekauft, im Baumarkt auch gleich zuschneiden lassen. Wir sind also mit einem ziemlich konkreten Plan dann in den Baumarkt gefahren und haben das alles zuschneiden lassen, also überwiegend, ne? Also wirklich nur Kleinigkeiten mit der Kappsäge noch korrigiert, aber sonst wollten wir einfach, dass das soweit auch optisch perfekt ineinander passt, dass wir quasi nur noch
verbinden müssen, wenn wir hier zu Hause sind. Das hat auch zu 80% funktioniert. Natürlich muss man hier und da noch was schleifen und kürzen und das gehört eben dazu bei so einem Projekt. Das Gewicht spielt bei dieser Konstruktion keine Rolle. Deshalb haben wir uns auch für 2,8 cm starke Fichte entschieden, weil wir das einfach etwas robuster fanden für so eine Tischkonstruktion. Gerade auch, wenn man hier mit solchen Winkeln arbeitet bzw. scharnieren. Das spielt daher keine Rolle, weil wir den Tisch eben hier aushängen können. Im Grunde ist er hier nur eingehangen, der liegt hier eigentlich nur auf und ich kann ihn jederzeit quasi aushängen und dann eben anderswo verstauen. Sollten wir dann umziehen, ist das also kein Problem. Hier seht ihr jetzt also den offenen Tisch. Wir haben ihn so gebaut, dass wir hier unten noch ein kleines Fach haben für Handys, Kabel oder den Router oder die Festplatten oder was dann eben schmal genug ist, um da reinzupassen. Und oberhalb davon sind dann eben diese vier Ordner, wie Anja schon gesagt hat, die wir von beiden Seiten so verstauen können, dass wir auch rankommen, wenn wir den Tisch beispielsweise rausziehen. Wir haben uns deshalb für diese offene Konstruktion entschieden, dass wenn der Tisch wieder eingeklappt wird, dass er nicht ein Zentimeter mehr Platz wegnimmt als das hier. Ne? Also dass er hier quasi verschwindet. Anfangs wollten wir diesen Tisch ja noch etwas länger gestalten, also noch etwas mehr nach unten ziehen, dass wir hier auch noch mal Stauraum bekommen. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Wir wollten den Tisch ja auch beweglich haben und das wäre dann eben das nächste Hindernis gewesen, nämlich diese ganzen Steckdosen, die wir hier unten installiert haben, plus die Sockelleiste, wo hinter sich ja dann wiederum viele, viele Kabel auch befinden. Also wir hätten hier einfach nichts mehr umpositionieren können. Damit ich in diesem kleinen Raum noch im Bild bin, beuge ich mich mal runter. Ich bin zu klein. Und und ich klappe den Tisch jetzt mal ein. Zum Fuß erklärt euch Anja noch gleich was. Also ich kann ihn jetzt am besten hier anpacken. Ich kann ihn auch leicht anheben hier vorne. Dann lässt er sich leichter verschieben, aber lässt sich auch so. Wir haben jetzt hier quasi Filzgleiter dahinter geklebt. So wunderbar verschieben. Und wir sind halt immer oberhalb der Steckdosen. Somit haben wir wirklich kein Hindernis mehr. Und das Schöne ist, wie gesagt, das kann ich euch auch mal zeigen, dass sich der Tisch so abnehmen lässt. Na, so sieht er aus. Zack. Das passt. Und dann sind wir wieder drin. Na, schon ziemlich cool, muss ich sagen. So. Und hier im Raum, das zeige ich euch auch noch mal ganz kurz, ist uns auch wichtig, dass wir von beiden Seiten sitzen können und arbeiten können. Ne? Also einer hier und der andere hier gegebenenfalls. Das war auch so eine Idee. Oder vielleicht auch hier mal essen. Wir haben ja noch keinen Esstisch in dem Sinne. Auch wichtig, dass ich hier noch vorbeikomme. Ne? Dass ich hier vorbeikomme. So. Dann habe ich hier wirklich noch Platz, um auch von der Seite mal zu sitzen. Vielleicht möchte man ja mal eine Abwechslung. Ich meine, der Raum ist halt sehr klein. Unabhängig davon ist es auch schön, dass der eine hier arbeiten kann und der andere trotzdem Zugang hat. Ja, zum Technikschrank beispielsweise. Und hier kommt man auch noch an die Ordner. Das zeige ich jetzt auch mal. Das war halt die Idee. Also an die Ordner, die wir eher selten müssen. Die können wir dann quasi auf dieser Seite verstauen. Und das ist alles halt offen. Ne? Bevor ich es vergesse, für die Rückwand dieser Konstruktion haben wir übrigens mal wieder eine Pappe-Sperrholzplatte genommen, die alles auch ziemlich festhält und kompakt hält. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und Anja erzählt euch jetzt noch, was eben noch ansteht mit diesem Tisch, bevor er dann wirklich zu 100% fertig ist. Also zu Beginn, bevor wir uns für unser Holzbein, unser Holztischbein entschieden haben, hatten wir online diesen klappbaren Fuß eigentlich bestellt. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das jetzt mit einer Hand hinkriege. Ja. Und den hätte man dann so einklappen können. Wir fanden es optisch total schön, weil sich das mit unserem Schienensystem farblich aufgegriffen hätte oder ergänzt hätte. Jetzt ist uns allerdings aufgefallen, dass der leider, auch wenn man ihn unten justieren kann, aber viel zu kurz ist. Und wir waren erst total traurig und dachten, oh Mensch, jetzt werden wir gar nicht fertig. Und dann hatte Ilan aber von den Resthölzern glücklicherweise noch ein 80 cm langes Beinchen oder Restholz gefunden, welches wir jetzt eigentlich auch als Tischbein verwenden wollen. Somit bleibt alles in einem Look. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die wir interessant finden. Vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp. Schreibt es also gerne in die Kommentare. Wir überlegen im Moment eventuell mit einem Scharnier zu arbeiten, dass man das Tischbein einfach einklappen kann,
Was steht also zusammengefasst noch mit diesem Tisch an, dass er wirklich zu 100% fertig ist? Natürlich müssen wir also eine Lösung für unser Tischbein finden. Das Holz ist noch nicht behandelt, außer eben abgeschliffen. Das heißt, sofern das Wetter draußen wieder etwas schöner und nicht so feucht und kalt und regnerisch ist, grundieren wir oder lasieren wir direkt das Holz. Wir haben ja unser Ständerwerk mit Eiche hell lasiert und das nehmen wir uns zumindest auch für den Schreibtisch vor. Dann haben wir auch wieder eine klare optische Linie, dass wir nicht zu viele Farben miteinander mischen. Und ansonsten wird der Tisch dann erstmal fertig sein. Und dann bin ich gespannt, wie gut die Schrauben halten, wie wir mit dem Gewicht zurechtkommen, welche Stuhlkonstruktion wir hier noch finden, um natürlich auch nicht nur höhenverstellbar zu sein, sondern auch angenehm und lange hier sitzen zu können. Wir sind auf jeden Fall total zufrieden mit unserem heutigen Ergebnis und super stolz, dass wir hier sukzessive im Innenausbau auch wieder vorankommen und wieder Freude daran haben. Wir werden das Video an dieser Stelle allerdings beenden, weil wir nicht mehr viele Stunden haben, bis es online geht und ihr das Video seht. Deshalb hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Lasst uns gerne einen Daumen da. Abonniert auch unseren Kanal, wenn ihr das möchtet. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!